Im dritten Schritt der Material Creation ist die Normal Map dran. Für mich persönlich nehme ich diesen Schritt gerne vorweg, weil an dieser Stelle die ersten Details oder die ersten Feinheiten vom Material hinzugefügt werden. Ich überlege mir also, was könnte ich von der Hauptform, von dem Hauptshape, den ich gerade kreiert habe, noch hinzufügen, um mehr Detail, um mehr Interesse zu generieren, um mögliche, Highlights zu setzen, die das Material interessant machen oder das Material auszeichnen. An dieser Stelle habe ich beispielsweise einfach nur durch einen Teilsampler ganz einfache Punkte an denselben Stellen scattern lassen, an denen ich zuvor die Dreiecke gesetzt habe. Habe den ganzen Shape invertiert, da helle Bereiche nach außen gedrückt werden und dunkle Bereiche nach innen. Habe mir erneut eine Normal Map generieren lassen und an der Stelle gesagt, kombiniere doch bitte beide Normalen. An dem Punkt seht ihr jetzt tatsächlich schon, ich habe diese kleinen Einbuchtungen, diese Punkte kreiert. Das hätte ich natürlich auch in der Heightmap machen können. Ich persönlich fand aber, dass es vom Detail her schon zu weitführend ist, als dass ich das direkt mit in die Heightmap machen muss. Angenommen, ich möchte später viele Dinge verändern oder ich möchte nicht unbedingt überall Punkte zu sehen haben oder die sollen unterschiedlich geformt sein oder ich möchte einen ganz anderen Shape hinzufügen. Beispielsweise, schauen wir mal, eine Pyramide. Dann könnte ich live und ohne Probleme diese Option anpassen und müsste nicht dafür komplett in meinen Graphen zurückspringen und meine Anfangswerte verändern. Aus diesem Grund mache ich persönlich immer den Schritt der Normal Map Creation relativ zeitig, nachdem die Height fertiggestellt ist oder zumindest der erste Teil der Height, um zu schauen, welche Details kann ich hinzufügen, welche Details muss ich hinzufügen und wie kann ich den Graph und alle Einzelheiten, die ich hinzufügen möchte, möglichst separat und modular halten. Nachdem ich das Detail hinzugefügt habe, tausche ich die aktuelle Normal Map gegen die neu kreierte Normal Map aus und schaue mir das Detail nochmal an. Zu diesem Zweck werde ich jetzt aber tatsächlich wieder zurück zu meinen Kreisen wechseln, da ich im weiteren Verlauf des Materials darüber schon Anpassungen getroffen habe.